persönlich mit den Kunden. Lernen sie kennen. Es ist ein bisschen schwierig, mit einem Typen zu chatten, der Antiquitätenmeister 37 heißt. Ja, kann ich mir vorstellen. Viel zu sehen hier. Und? Ah, hat sich nicht gelohnt. Kommt, fahren wir weiter. Hey, bei unserem Glück, wie stehen die Chancen, dass der Vulkan genau jetzt ausbricht? Bei null, er ist erloschen. Glaub mir, das habe ich als erstes nachgesehen, als es hieß, wir fahren zu einem Vulkan. Das und wo es im nächsten Gelände war. Warte, Sally. Ist das, du hast tatsächlich deine Forschung angestellt? Du kannst ja nicht immer der Glückscheißer sein, ja. Diese Brücke könnte man wohl als wackelig bezeichnen. Das sieht vielversprechend aus. Komm schon, Baby. Los, 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 los! Okay, Junge, lass uns nicht abstürzen. Hey, fahr ganz langsam und schön in der Mitte. Ja, Beifahrer wissen es ja immer besser. Alles wird gut. Wow! War gut. Vorsicht, Vorsicht! Wow, scheiße, das war knapp. Nate, pass auf die Seiten auf. Menschen, Kinder, Nate! Auf nach oben. Shit, shit, shit! Die Räder finden keinen Halt. Nathan, die Felsen! Ich seh's, ich seh's. Langsam habe ich den Dreh raus. Na bitte. Ein Gegenlenken. Oh, mein Rückgrat. Reifenspuren. Hier ist jemand durchgekommen.
Hey, seht mal da oben auf dem Hügel. Steht ein Turm oder sowas. Das gefällt mir. Hey, Victor. Worüber hast du mit dem Verleihtypen gestritten? Oh, dein Bruder wollte einen Geländewagen mit Seilwinde. Für eine Seilwinde hat das Budget also gereicht, aber nicht für eine Federung. Verstehe. Hey, das ist wichtig. Gerade Offroad, wenn es mal regnet oder matschig ist. Jeder wette, dass wir die verdammte Winde kein einziges Mal benutzen müssen. Okay, haltet euch fest. Ja. Also Nathan, du glaubst, Avery, Chu und ein paar andere Piraten haben ihre Schätze zusammengetan und sind hierher gekommen, weil... Warum genau? Wer weiß, vielleicht zum Schutz. Die britischen Behörden saßen ihnen im Nacken. Klar, vielleicht hat er ihnen geholfen zu verschwinden. Der Kerl hatte echt Talent, Dinge zu verstecken. Sehen wir uns mal den Turm an. Ich komme mit. Dafür, dass er ein paar hundert Jahre alt ist, ist er gut in Schuss. Ja, das sind eindeutig Ruinen aus Averys Zeit. Sam, hier. Das ist Christopher Condons Zeichen. Kapitän der Fiery Dragon. Er operierte zu Averys Zeiten von Madagaskar aus. Also vielleicht rekrutiert Avery Kapitäne. Wozu? Als seine Wachposten? Das ergibt keinen Sinn. Nein, stimmt. Na, vielleicht war jeder Captain für einen Turm verantwortlich. Und lieferte auch die Männer dazu. Wie auch immer. Das ist garantiert nicht unser letzter Halt auf dieser Tour. Die Rinde ist abgeschält.
Irgendwas war um diesen Baum gewickelt. Hey, wusstet ihr, dass unser Wagen eine Winde hat? Nein, ehrlich. Ich hatte keine Ahnung. Was hast du damit vor? Weiß ich noch nicht. So, das sollte reichen. Na, hat Spaß gemacht. Ist steiler, als es aussieht. Okay, fertig? Probieren wir es. Langsam. Siehst du, Sully? Die Winde. Total nützlich. Das war ein Hügel. Noch hat sie sich nicht bezahlt gemacht. Ah, noch nicht. Kleine Siege. Naja, ich feiere nur die Kosten. Genieß den Anblick, Gentlemen. Wow. Spektakulär. Stellt euch vor, ihr kommt hierher, ein erfolgreicher Pirat, weit weg von eurer unterdrückenden Regierung.